Ist auch logisch, jeder, der dieses Angebot der Sharing Mobility nutzt, wie ich beispielsweise weiß, ist es ganz wichtig, dass es schnell verfügbar ist. Man braucht kurze Wege, um sein Fahrzeug zu erreichen und es dann aber auch wieder abstellen zu können. Und deswegen sind natürlich diese 550 Ladesäulen mit insgesamt 1100 Ladepunkten als Anfang zu verstehen. Wir wollen noch weiter in die Fläche gehen. Da werden wir im nächsten Jahr auch nochmal weitere Schritte sehen. Wir werden den Stadtrat mit einer Vorlage nochmal in diesem Jahr auch befassen, um diese große Skalierung vorzubereiten und im nächsten Jahr dann tatsächlich hinzubekommen. Unser Ziel ist tatsächlich, dass wir 5000 Fahrzeuge hier elektrisch im Einsatz haben können. Und das ist unser Ziel. Wir arbeiten schon immer sehr eng zusammen mit Incel-Initiative, zuletzt jetzt auch mit einem Projekt Modellstadt 2030, wo wir einfach Visionen, wie die Mobilität in unserer Stadt künftig aussehen soll, entwickeln und alles Nötige dazu vorbereiten. Ein Baustein ist eben dieses Projekt, weswegen wir hier stehen. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass dieser Zwischenschritt hier heute Ihnen vorgestellt werden kann. Und ich sage nochmal herzlichen Dank, auch ganz persönlich, denn ich glaube, es stehen immer auch persönliches Engagement dahinter, dass solche visionären Ideen dann tatsächlich auch umgesetzt werden. Ich glaube, Herr Schwarzenbauer, vielen Dank dafür. Okay. Ja, vielen Dank. Ich finde es auch wahnsinnig schön, dass wir heute bei so einem tollen Wetter hier sein können und uns mal zwischen Ladesäulen und Fahrzeugen auch befinden und nicht in irgendeinem Raum und auf irgendwelchen schönen PowerPoints zeigen, was wir alles so vorhaben, sondern konkret zu zeigen, dass wir bereits in der Umsetzung sind. Und ich glaube, das, was Frau Jacobs erwähnt hat, ist wahnsinnig wichtig, dass das eigentlich nur gemeinsam geht. Ja, wir haben viel gelernt in den letzten Jahren, um zu sehen, wie können wir das denn wirklich an die Bürgerinnen und Bürger bringen. Und gerade diese Sharing-Thematik sieht man, wie das so langsam angefangen ist, aber jetzt eine unglaubliche Dynamik gewonnen hat. Zumindest allein in München haben inzwischen über 100.000 Münchnerinnen und Münchner ein elektrisches Fahrzeug durch Carsharing ausprobiert. Also das können Sie auch ein bisschen so als Testfahren bezeichnen. Das sind oft Menschen, die erstmal gar nicht zum Händler gehen wollen, die sich auch nicht sicher sind, ist das eine Technologie, die für mich eigentlich was ist. Und durch die Möglichkeit, das beim Carsharing zu machen, haben sie den ersten Schritt in diese Richtung getan. Und wir haben auch interessante Untersuchungen gemacht. Also 80% der Bürgerinnen und Bürger hier in München, die ein Carsharing-Auto suchen, wählen ein elektrisches, wenn es ungefähr gleich weit weg ist von einem Verbrenner. Also Sie sehen, auch dort ist eine Tendenz inzwischen entstanden, dass emissionsfreie Fahren immer wichtiger wird. Wir sehen es auch an den Zulassungszahlen. Ich habe Ihnen gerade den neuesten mitgebracht. Auch dort sehen wir einen klaren Trend nach oben. Also Elektromobilität ist im Kommen. Sie hat vielleicht ein bisschen langsamer angefangen, als wir uns das alle am Anfang vorgestellt haben. Aber im Moment können wir sehen, dass da wirklich deutlich Bewegung im System ist und dass die Menschen schrittweise auch sehen, wie emotional Elektromobilität auch sein kann. Für viele ist das ein bisschen so ein Thema, oh, das ist ja was Langweiliges, weil sie keine Erfahrung mit Elektromobilität haben. Ich sage immer, die meisten fahren nur E-Fahrzeuge, wenn sie mal einen Golfkart fahren. Und das ist nun mal wirklich langweilig. Aber dieses Emotionale in der E-Mobilität, das muss man erstmal erfahren haben. Und wir spüren es auch an der Loyalität. Also wenn jemand mal ein E-Fahrzeug gekauft hat, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und insofern glaube ich, sind wir jetzt gerade an dem Punkt angekommen, wo wir gemeinsam ja auch diese Hürden, die bei vielen Kunden noch da sind, wegnehmen, indem es eben Ladeangebote überall gibt. Ich glaube, allein der psychologische Effekt zu sehen, oh, ich kann jetzt ja dort und dort laden, der wird schon wieder den nächsten Schwung bringen in dem Thema E-Mobilität. Insofern freue ich mich auch, dass wir heute den nächsten großen Schritt gemacht haben. Und ich glaube auch, diese Vorgehensweise, die Stadt bewegt sich, wir bewegen uns gemeinsam nach vorne, hat auch geholfen, dieses bisschen typische, was man immer sonst so hat, die Politik muss und die Politik sagt, die Industrie muss. Ich glaube, hier haben wir einen Weg gefunden, dass wir eigentlich beide müssen und schrittweise vorangehen. Und dann funktioniert das auch. Und ich glaube, der Beweis, den haben wir angetreten und wie Sie schon gesagt haben,
ist ja eigentlich erst der Anfang des Ganzen. Insofern, ich freue mich, dass wir hier jetzt auch konkret was zeigen können und ich freue mich auch auf die nächsten Schritte, die da passieren werden. Vielen Dank.